nämlich ein Herr draußen, der Sie sprechen möchte. Warten Sie, er hat mir ohnehin einen Zettel gegeben mit seinem Namen drauf. Wo habe ich ihn nur hin? Lassen Sie ihn doch hereinkommen. Ja. Sie möchten bitte schön reinkommen. Verzeihung, wenn ich Sie so spät noch störe, aber... Man hat Sie zu mir geschickt? Ja. Das heißt, man hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden werde. Ich bin Musiker, komponiere auch. Sie wollen mir etwas vorspielen, bitte. Was soll ich spielen? Was Sie wollen, was Ihnen liegt. Gut. Dann spiele ich die Es-Dur-Sonate von Haydn. Sehr fleißig und akkurat einstudiert. Verzeihung, wenn ich Sie gestört habe. Nein, bitte, bleiben Sie ruhig. Ich wollte Sie gewiss nicht kränken, aber Sie wollten doch mein Urteil hören über das, was Sie können. Sie komponieren doch auch. So bitte spielen Sie doch was von sich oder fantasieren Sie frei. Mozart, so ähnlich möchte ich einmal komponieren. Sie werden es schwer haben. Warum? Denn Sie, die Leute hängen doch alle am Alten, am Hergebrachten. Und wenn dann einer kommt, der so wie Sie alles, aber auch alles umwerfen will. Wenn die Musik aus meinem Herzen kommen soll, dann muss ich auch meine Sprache sprechen können. Da haben Sie sicher recht. Nur, man wird heute leicht müde, immer wieder was Neues, was Großes zu machen, wenn man nicht weiß, für wen. Für wen?
Herrgott, für einen selbst. Ein Baum fragt ja auch nicht, für wen er blüht. Und ein Vogel, für wen er singt. Da ist noch ein kleiner Unterschied. Der Baum muss keinen Zins zahlen und der Vogel keine Steuern. Es hat immer Menschen gegeben, die keinen Vogel gehört und keine Blüten gesehen haben. Es wird auch immer solche geben. Aber darum singt's und blüht's doch da draußen. Und wenn es auch jetzt keine gibt, so werden doch welche kommen, für die dieses Singen und Blühen notwendig ist. Wie die Luft und die Sonne, in der sie leben. Es wird schon so sein, sonst müssten wir ja auch verzweifeln. Sie werden es ja vielleicht noch erleben, Sie sind jung. Ich nicht mehr. Aber Sie sind noch nicht alt. Das Alter hat mit den Jahren nichts zu tun. Ich bin müde geworden. Trotz meiner 35 Jahre, müde wie ein Greis. Aber etwas habe ich, glaube ich, doch erreicht in meinem Leben. Ich habe vielleicht den Weg ein bisschen leichter gemacht für die, die singen und blühen müssen, auch wenn es ihnen niemand schafft. Ich danke Ihnen, dass Sie mich angehört haben. Nein, nein, ich habe Ihnen zu danken. Ich bin froh, dass ich Sie noch gehört habe. Wer sind Sie denn eigentlich? Wo kommen Sie denn her? Vom Rhein, aus Bonn. Ludwig van Beethoven. Aha. Na ja, leben's wohl. Darf ich Sie wieder besuchen? Natürlich, gern.